Herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 mit Arezu. Ich bin Arezu. Und ein klein bisschen raus. Ich habe, glaube ich, eine Woche lang nicht gespielt. Wir stellen hier gerade Kontakt her. Höchstwahrscheinlich, damit wir mit Ostasien Kontakt herstellen können, ne? Gut, dann machen wir mal weiter. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Commander. Es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Guck dir mal das hier bitte an. Mal sehen, gescheiterte Gerätereinsätze, okay, eins ist schlecht. Düstere Ereignisse fertiggestellt, zwei, gut, das ist die direkte Folge. Widerstandsaktivitäten, ein abgeschlossener Ratseinsatz, ein abgeschlossener Beutezug, eine Alien-Einrichtung zerstört, eine Region kontaktiert, ein Funkrelais erstellt, ein Widerstandsgerücht untersucht und dreimal den Avatar-Vortritt reduziert. Na gut, einmal um drei. Das wäre eigentlich doch ein bisschen mehr Lob. Da wäre doch eigentlich etwas mehr Lob angebracht. So. Düstes Ereignis sorgt dafür, dass wir weniger Vorratseinnahmen bekommen. Was nicht so schön ist, aber okay. Oh oh, Avatar-Projekt, großer Durchbruch. Mit zwei Blöcke. Und nächtliche Advent-Überfälle, auch nicht so schön. Das hier können wir uns nicht angucken, weil wir nicht genug Infos gerade haben, um die dafür zu verbrauchen. Die Vorräte holen wir jetzt noch nicht. Wir wollen uns wirklich erstmal darauf konzentrieren, Ostasien zu übernehmen. Übernehmen in Anführungszeichen. Und 100 Vorräte, das ist doch schön. Gut, dann... Ja, jetzt haben wir hier einen Ingenieur, den wir gut hier im Energierelais einsetzen können, aber was, warum? Bringt ja nichts. Können wir hier noch jemanden reinbringen? Nein. Einen Raum bauen wollen wir jetzt auch gerade gar nicht. Ich meine, noch eine Kommunikationszentrale. Obwohl, vielleicht. Moment. Wir haben 5 von 6 Kontakten. Wir können das natürlich noch ausbauen, aber ich baue sicherheitshalber schon direkt die... Obwohl, nein, Moment, wir gehen nochmal kurz zurück. Dass die Guerilla-Taktikschule hier steht, ist ein bisschen ungünstig. Nee, wir können später noch einen Ingenieur einsetzen, um die Leute schneller wieder zu entwunden. Dann würde ich sagen, machen wir das am besten. Wenn wir hier noch eine Werkstatt hinstellen könnten, würden wir hier noch einen Dings da, eine Sonde hinbringen können. Eine Drohne. Nee, okay, wir lassen jetzt tatsächlich erstmal die Ingenieure raus. Ich will auch keinen bei der Energie jetzt erstmal beschäftigen, wenn ich den da nicht rauskriege wieder in nächster Zeit. Weil wenn die nächsten Räume wieder drauf angewiesen sind, ist auch doof. Ich habe noch nicht so viele Ingenieure. Auch wenn es gerade wieder ein bisschen besser wird. Sollen wir Einnahmen 50 Vorräte, gut. Vorratslieferung verfügbar ist auch gut. Kontakt herstellen kostet hier wieder 60 Info. Ja, aber ich denke, wir zahlen hier die 60. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo die Relais immer am besten sind. Ich meine, für Asien fehlen uns noch ein paar. Also das... Ja, okay, hier steht ja auch Westasien, dann gehört das zu Asien. Ich habe gerade überlegt, wo das hingehört, allerdings habe ich nicht auf die Namen geachtet. Also, wir bräuchten, um Spionagering zu bekommen, alle Informationsbelohnungen bringen 25% mehr. Da bräuchten wir drei verschiedene. Allerdings, wenn wir das hier hinbauen würden, hätten wir einen größeren Bereich abgedeckt. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir hier erstmal den Kontakt her mit den 60 Infos. Wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ja, da kümmern wir uns auch noch drum, irgendwann. Die neue Werkstatt ist eine große Hilfe. Neuer Personalplatz verfügbar, Gremlins als Ferningenieur. Dann schauen wir uns die Werkstatt mal an. Hatten wir, glaube ich, bisher noch nie. Ich weiß, dass der Platz begrenzt ist, Commander. Vielen Dank für die zusätzliche Werkstatt. Sie wird uns von Nutzen sein. Okay, wenn wir hier einen Ingenieur reinpacken, dann haben wir Personal-Gremlins. Okay.
Aber auch nur ein? Was? Okay, packen wir da mal jemanden rein. Ah, okay. Und dadurch haben wir jetzt zwei Personal-Gremlins. Okay. Und dann können wir hier den Werkstatt-Gremlin reinpacken. So, 5 Energie haben wir damit mehr. Das ist schon mal ganz gut. Und hier können wir mal gucken. Das kostet 125 Vorräte. Okay. Sollten wir eventuell bald machen, aber noch nicht sofort. Gut, da haben wir unseren nächsten Ranger. Das ist schön. Und wir lassen uns die Soldaten anzeigen. Also, wir haben wirklich einen Haufen Leute. Scharfschützen haben wir... Moment, können wir... Ja, sehr gut. Okay, Grenadiere brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Ranger, gut, könnten wir noch ein paar gebrauchen. Rekruten, Scharfschützen, Spezialisten, ja, okay. Ranger sind jetzt erst einmal unsere Priorität, was die Ausbildung angeht. So. Und... Einmal Ranger, bitte. Und wir... Hoppala, da kommt das UFO. Kontakt hergestellt, sehr schön. So, und jetzt sollten wir da vielleicht mal weg, bevor das UFO kommt. Wir holen uns mal die Vorräte hier ab. Obwohl, Moment mal. Wir schauen mal kurz, welche Leute wir gerade verfügbar haben. Eventuell ist das ein guter Zeitpunkt, um dort anzugreifen. So. Lang lebe der Widerstand. Neuen Kurs. Game Time ist noch 5 Tage erschüttert. Ne, dann lassen wir... verwundet. Ja, okay, warten wir, bis Game Time wieder da ist. Und wenn wir dann dort angreifen können, dann machen wir das. Commander, dieses UFO hat uns erfasst. Wir müssen Ausweichmanöver einleiten. Upsi. Auf die indische Region. Na, mal sehen, ob wir die abschütteln können, aber ich schätze nicht. Ja, das wird der erste Kampf um die Avenger. Autsch. Aber zum Glück wissen wir inzwischen, wie es funktioniert. Und so viele Soldaten, wie wir haben, dürften wir hier überhaupt keine Probleme bekommen. Der Antrieb ist unbeschädigt. Es sei denn, das muss ein elektromagnetischer Puls sein. Ich versuche, die Alien-Schaltkreise zu überbrücken. Moment, es verweigert die Übertragung. Interface bereit. Das System reagiert nicht. Schön! Ja. Aber erstaunlich, dass bei einem EMP noch so viel funktioniert. Schadensbericht. Wir haben ein Problem. Nur eins? Sie haben draußen eine Art Stachel fallen lassen. Er generiert die gleiche Art von Impuls, der uns vom Himmel geholt hat. Sie wollen nicht uns, sondern das Schiff. Können Sie das nicht irgendwie umgehen? Nicht von hier. Unser Antrieb bleibt tot, solange er da draußen ist. Commander, wir müssen es auf die altmodische Art tun und den Stachel zerstören, um hier rauszukommen. Die Aliens dürfen das Schiff nicht bekommen. Gut, kein Problem. Kriegen wir hin. Stürzen ab, Commander. Das UFO hat unsere Systeme beschädigt. Festhalten. Commander, wir können einige unserer verwundeten Soldaten in den Einsatz zurückschicken, wenn Sie es für nötig erachten. Dieser Einsatz ist kritisch für unsere Bemühungen. Uns bleibt keine Wahl, wenn wir fortfahren wollen. Ja, ich schätze, wir werden tatsächlich Game Time mitnehmen, auch wenn er noch verwundet ist. Wir können die zusätzliche Feuerkraft jetzt gerade wirklich gut gebrauchen. Und wir gehen mal kurz hier hin, Gegenstände herstellen. Können wir irgendwelche Waffen herstellen? Plasmalanze braucht mehr Vorräte, als wir haben. Das wäre wirklich gut gewesen.
abbrechen. So. Ja, doch, Ausrüstungsgegenstände freigeben ist gut. Was haben wir dann hier? Eine Nanoschuppenweste. Eigentlich nicht, was ich jetzt so unbedingt da nehmen würde. Allerdings, okay, wir haben schon zwei Leute mit Medikits. Zwei Grenadiere. Ein Charge-Schütze, drei Spezialisten. Okay, Moment mal. Du gibst das hier mal bitte wieder frei. Du gehst mal raus. Wir nehmen... Hier, Wendel noch mit. Bekommt die Nanoschuppenweste. Jetzt geben wir nochmal die Ausrüstungsgegenstände frei und... Bitte sehr. Gut, dann sind wir wohl einigermaßen bereit. Das dauert wieder. Kann doch nicht so schwierig sein, die Luke mal aufzumachen, damit man rausgehen kann, oder? Was steht denn hier? HG 1247 1955. Gut, dann nicht. Bones wirkt irgendwie sehr unenthusiastisch. Oh, verdammt. Okay. Wir empfangen eine starke Strahlungsquelle in der Nähe. Wir müssen finden und vernichten, was immer unsere Systeme stört. Vielleicht ist unser Problem noch größer, Commander. Wir empfangen Funkverkehr. Dutzende von Advent-Transportern sind zu uns unterwegs. Und sie haben Kampfschiffe dabei. Die Aliens schicken alles, was sie haben. Wir müssen dieses Schiff vom Boden kriegen, sonst schaffen wir es nicht. Okay. Wir benutzen sicherheitshalber direkt Sturm und Schuss und laufen hierhin. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist das Haus dort im Weg. Deswegen können wir nicht ohne Probleme dort hinschießen. Okay, Feuerschutz. Die sind noch nicht hier. Das heißt, wir können Game Time hier hinbringen. Bishop bringen wir hier hin. Devil Dog. Ja, dorthin. Weiterhin keine Gegner zu sehen, das ist schön. All day. Erst einmal hierhin. Dort kann sie auf Feuerschutz gehen. Und Bones ähnlich. Die lassen wir hier hinten, damit wir überhaupt Leute auf Feuerschutz haben. Für den Fall, dass Leute hochkommen. Okay, wir haben direkt einen Muton und einen... Verdammt, wie hießen sie doch? Vergesst dauernd den Namen von den Fliegern. Commander, ich schicke Verstärkung aus den Avenger-Reserven rein. Sehr schön. Okay, Game Time. Heftiger Schuss wäre noch eine 59% Chance. Und... Okay, Gegner Nummer 1 erledigt. Ja, würde ich auch so sagen. Okay, All Day schicken wir hier hin. Und... Schon mal kein schlechter Start. Und Game Time. Erledigt ihn leider noch nicht.
Okay, wenn wir... Von hier werden wir den wahrscheinlich nicht im Visier haben. Nee, leider nicht. Okay, wir schicken Devil Dog hier rüber. Und... Okay, die ersten zwei Leute ohne Probleme erledigt. So, Wendel bleibt hier hinten auf Feuerschutz. Und Hightower schicken wir hier links mit hin. Wir haben zweimal Splittergranate abfeuern, das ist merkwürdig. Bones geht auch auf Feuerschutz. Okay, wir haben... Chrysalin. Gleich 3. Das Gute ist, bei so vielen Leuten dürften die Chrysaliden jetzt nicht so schlimm sein. Diese Chrysaliden sind kleiner, als ich sie in Erinnerung habe. Andererseits war ihre Größe schon immer unser geringstes Problem. Okay, Wendel darf erstmal versuchen, einen zu erledigen. Kein Crit, deswegen ist er nicht erledigt, das ist unschön. Okay, wir gehen hier hin. 100% Chance und 8 bis 10, 98% Chance reicht mir bei dem jetzt erstmal. Okay, aber kein Problem. Die können wir nämlich zusammen mit einer Granate jetzt ausschalten. Oder auch nicht. Das ist doof. Na gut. Bam. Bishop bringen wir hier hin. Auf Feuerschutz. Ja, du lädst nach. Und Feuerschutz. Auch nachladen. Wie gesagt, dadurch, dass wir Nahkämpfer sind, haben wir hier einen großen Vorteil gerade. Du gehst auch auf Overwatch, ja. Ah, verdammt. Wenn die jetzt die Schüsse wegnehmen, die für die Chrysaliden bestimmt sind, ist das natürlich ungünstig. Auch ungünstig ist, wenn der zuerst... Ja. Hätte der den Schuss zuerst gefressen, dann hätten wir noch einen weiteren nicht verbraucht wahrscheinlich jetzt. Weil dann die Rüstung schon weg gewesen wäre. Und bitte triff. Verdammt. Das ist nicht gut.